Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft in der 21 und wir machen uns jetzt auf den Weg, um neue Ufer zu entdecken und wir haben ja alles eingepackt in der letzten Folge. Ich habe jetzt hier gerade bei der Begrüßung den Stein rausgehauen, den werde ich gerade nochmal reintun. So, Ach so, alles klar. Warum? Gut, ich frag lieber nicht. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in diese Richtung hier. Ja, dort drüben dachte ich ja im ersten Augenblick, wo wir damals hier angekommen sind, ob das da eine Wüste ist, aber das ist ja nun keine, das haben wir ja schon rausgefunden, aber wir fliegen jetzt halt ein Stück weiter und dazu brauchen wir Raketen, haben wir da, die Endertruhe packen wir uns hier wieder hin, beziehungsweise könnten wir uns auch hier den Harnisch hinpacken, ne? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf den Kompass. Na gut, auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg. Und dann würde ich sagen, let's go. Ja, langsam klappt das auch mit dem Starten, ne? Ich weiß, das hatte ich schon mal gesagt, aber diesmal bin ich mir da sicher. Aber wir müssen auch, wir müssen in die Richtung, ne? Um dass wir hier die Ecke in der Karte noch aufdecken können. Gut, würde ich sagen, fliegen wir jetzt hier erstmal am Rand lang. Und decken dann von der oberen rechten Ecke runter zu die ganze Karte auf und gucken mal, was uns dabei in die Quere kommt, was wir dabei erblicken. Und eventuell erforschen können. Ich hatte ja auch die Schatzkarte mit, ne? Ja gut. Brauchen wir jetzt unbedingt einen Schatz? Ich glaube eher weniger, ne? Alter, sind hier einfach zwei Runed Portals? Scheinbar, ne? Ja, aber für uns geht es erstmal weiter in die Richtung. Wir merken uns dann die Stellen, die wir hier irgendwie erblicken und das können wir ja dann, wenn wir das wollen, zum späteren Zeitpunkt nochmal looten. Ja, ich habe noch so vieles vor, ne? Also ich denke mal, nach dieser Reise hier wird es dann auch nochmal ins Nether gehen, denn ich möchte ja gerne Agent Debris, antiken Schrott, um dann Netherite zu machen. Gut, hier ist die Karte jetzt zu Ende. Würde ich sagen, deck mal die Karte erstmal vollständig auf, ne? Gut, ich muss ein Stück weiter in die Richtung hier. Und jetzt in die Richtung, ne? Oder, ja klar, wir müssen ja zurückfliegen. Ah, hier ist ja auch noch ein Dörfle und da. Ach nee, das ist ein Haus, ne? Was generiert in so einem Biom. Genau, so war das.
Gut, hier haben wir auch ein Dorf. Okay, das ist unser Dorf. Unser altes Dorf, beziehungsweise da, wo unsere Traderhalle ist. Dann geht es jetzt mal übers Kirschblütenbiom. Ja, hier könnten wir uns dann vielleicht schon mal nach dem Deep Dark umgucken, eventuell, ne? Auch noch ein Dorf hier. Jede Menge Dörfer und hier schneit's. Wir sind in der tiefsten Schneelandschaft. Na gut, und dann kommt ja wieder das Eisbiom. Tja, der erste Stack Raketen ist gleich alle, ne? Da würde ich fast sagen, dass wir dann doch erstmal irgendwo über den Kartenrand hinausgehen. Weil ich glaube kaum, dass wir hier in dem Kartenbereich eine Wüste aufdecken werden. Zum Beispiel, ne? So, ich brauche neue Raketen. Da würde ich sagen, dass wir die Linie hier nochmal abfliegen. Natürlich so gut wie möglich alles mitnehmen. So, und dass wir dann vielleicht hier beim Kirschblütenbiom
dass wir uns hier vielleicht sogar mal ein bisschen näher umgucken, ne? Na gut, hier ist dann auch wieder Snowy Tundra. Kann auch sein, dass ich das Biom nicht richtig sage, ne? Weil ich sag ganz ehrlich, so hundertprozentig kenne ich mich mit den ganzen Biomen auch noch nicht aus. Und wir werden mal gucken, dass wir jetzt hier. Oh Mann. Ja gut. War keine sehr elegante Landung, aber wir sind erstmal unten. Wir hätten uns vielleicht ein Bett mitnehmen sollen, aber wir gucken mal, dass wir uns jetzt hier vielleicht erstmal einbuddeln. So, und dann machen wir uns hier erstmal unsere neue Karte zurecht. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Und dann müssen wir aber erstmal die schwarze Schalker-Kiste. So. Ja gut, wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Platz. Und mein Zeug sollte ich nicht wegschmeißen. Gut, dann können wir uns hier gleich mal neue Raketen rausnehmen. Ja, das ist natürlich. So lange reichen die gar nicht, ne? Da können wir ja doch nicht so lange unterwegs bleiben. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen umentschieden. Doch erstmal, die Karte kann ich ja auch später komplett ohne euch aufdecken, ne? Wenn da nichts Besonderes irgendwo ist, dann kann ich das ja auch alleine machen. Und da gucken wir, dass wir lieber zusammen da so ein paar Sachen abklappern, die interessant sind, und dann kann man ja den Rest dieser Karten dann auch noch aufdecken, ne? So, ich würde jetzt mal eine nehmen, und dann müssten ja, wenn wir die jetzt aufdecken, genau, dann müssten wir ja einen neuen Bereich haben jetzt. Wo habe ich denn das Papier? Ah ja. So, das brauchen wir natürlich auch. Das wollte ich nicht. Gut, das ist die Karte. Das ist Schatzkarte. Das ist. Wo ist denn meine. Das ist die Karte Nummer 17. So. Kann ich die eigentlich umbenennen? Karte Nummer 17. Nee, kann ich hier zumindest nicht umbenennen, ne? So, wenn ich die jetzt hier vergrößere, geht das? Ich hoffe. Jawohl. Jawohl. Gut, einmal. Zweimal. Und dreimal, ne? Gut, das müsste eigentlich. Jawohl. Gut, hat funktioniert. Sehr schön. Dann lassen wir die leere Karte. Na gut, die können wir auch wieder wegpacken. Hier ein bisschen Erde können wir uns auf jeden Fall auch mitnehmen, um die Creeper-Löcher zu stopfen bei uns, ne? Bruchstein, naja, komm. Nehmen wir auch ein bisschen mit. Können wir ja erstmal mitnehmen. Wenn wir den Platz eventuell brauchen, wenn der Platz mit den ganzen Schalkerkisten nicht reicht, können wir da ja immer noch Abhilfe schaffen. Und die Schatzkarte, die würde ich auch erstmal wieder wegpacken hier. So, dann kann ich die erstmal. Die behalten wir uns erstmal im Inventar. Und dann
würde ich sagen, warten wir jetzt die Nacht ab und dann geht's weiter am Text. Wir können ja auch mal ein Stück laufen und so, ne? Wir müssen ja nicht unbedingt die ganze Zeit nur fliegen. Ja, Pfeile hätte ich vielleicht noch mitnehmen können. Hatte ich vor der Folge noch dran gedacht und dann aber nimmer. Aber gut. Wir haben ja unser Looting-Schwert, von daher haben wir da kein großartiges Problem damit. So. Packen wir hier noch wieder den Kartentisch ein. Alter, nur noch ein Stack Raketen, wa? Na gut, hier ist ja auch noch einer und 25 noch im in der Offhand. Hey, ich muss die Spitzhacke nehmen. So. Sag mal, wenn ich den Block hier wegnehme. Gut. Den hier wegnehmen, okay. Gut, es ist Tag, ne? Wir können ja weiter. Hätten wir fast verpasst. So, die Karte sollte ich nehmen. Gut, jetzt laufen wir aber wieder in die andere Richtung, ne? Müssen eigentlich in die Richtung hier. Oder wie oder was? Nee. Nee, ich muss wahrscheinlich doch. Das ist weißer Farbstoff. Lily of the Valley. Na, warte mal, ich guck mal. Andere Karte haben wir ja hier. So, wenn ich jetzt hier laufe, dann laufe ich in Richtung Kirschblütenbiom. Ne? Oh Mann. Nee, wir gehen mal doch in die Richtung hier. Ich weiß jetzt schon wieder nicht genau, wo ich hergekommen bin, ne? Ein bisschen Farbe schadet natürlich auch nicht. Und hier sollten wir uns ein paar weiße Blumen mitnehmen. Gut, wir können uns auch weißen Farbstoff aus Knochenmehl machen, ne? Aber gut. Wir können ja auch ein bisschen alles sammeln, was es so gibt. Ist natürlich auch eine Maßnahme und das habe ich ja eigentlich auch vor, ne? Ist natürlich hochgegriffen, weil das natürlich eine ganze Zeit dauert. Und ich denke mal, wenn wir dann im nächsten Sommer, so sieht es ja bis jetzt aus, die 21 dann bekommen, die 1.21, dann denke ich mal, dass wir da eine neue Map dann machen, ne? Ich weiß nicht, ob sich das so gut dann macht, wenn man das alles nur
auf der alten Map macht, ne? Weil ich denke mal, das könnte sich beißen. Ich weiß ja nicht, was ihr da für Erfahrungen damit habt. Gerne auch damit mal ab in die Kommis, ne? Da hinten ist ein riesiges Betonbiom, wie es aussieht. Steinbiom. Vielleicht sollte man erstmal weitermachen mit Fliegen. Ja. Hier ist wieder alles Ozean. Vielleicht finden wir ja ein Warm Ocean, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Weil da finden wir auf jeden Fall also Sniffer. Eier. Aber im Moment sieht es halt noch nicht so danach aus, ne? Jetzt hat es gerade ein bisschen gehangen. Und 14 Raketen noch. Alter, wir sind ja hier echt bei unserem Dorf. Na gut, da wissen wir wenigstens, wo wir sind. Das muss ja dann von der Theorie her aber ein anderer Bereich sein. So, hier haben wir unseren Pillager-Turm. Woanders habe ich noch keinen entdeckt. Vielleicht habe ich es auch bloß übersehen beim Fliegen. Gut, in der Mitte ist alles Wald, ne? Also auch hier nichts wirklich sonderbar Interessantes. Oh, wir brauchen neue Raketen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal in die Richtung weiterfliegen. Dass wir dann hier gleich nochmal irgendwo runtergehen. Was ist denn hier? Wo ist der Portal? So, eine Karte haben wir ja noch.
die wir vielleicht dann gleich mal aufdecken sollten. Aber ich denke mal, das machen wir dort an Land. Wieso kann ich ihn jetzt nicht schnell tauchen? Ah, vielleicht weil ich die Elytra um habe, ne? Oh, die sieht auch ganz schön mitgenommen aus, ne? Da sollten wir vielleicht dann erstmal reparieren. Irgendwie hängt das gerade ganz schön. Da drüben ist ein Dschungel auf jeden Fall. Und wir können die Elytra mal reparieren. Ne? Muss ich die dazu eigentlich anhaben? Gut, ich kann ja mal gucken. Ob die sich repariert, wenn ich die auch bloß in der Schnellinventarliste habe, ne? Oder im Inventar allgemein. Alter, warum hängt denn das jetzt so? Das ist ja nicht mehr schön. Ich weiß nicht so richtig, ne? Müssen wir nochmal weiterschauen. Bis jetzt hat sich, glaube ich, noch nicht viel getan. So, dann werden wir mal schauen, dass wir uns hier unsere Endertruhe mal hinstellen. Den Tisch und die schwarze. So, dann nehmen wir hier die leere Karte nochmal. Und decken die erstmal auf. So, dann müssen wir dasselbe Spiel hier wieder machen. Ach, wir haben ja noch zwei Stacks-Raketen, alles klar. Ah, alles klar. Wir haben sogar noch drei insgesamt, ne? Und fast vier. Aber wisst ihr was? Wir könnten auch die Elytra ummachen. Oder beziehungsweise können wir es auch so probieren, ne? Und dann könnten wir uns ja hier Kohle abbauen. Sind ja auch XP. Und von daher müsste das ja eigentlich auch funktionieren. Ja gut, doch. Bisschen tut sich was, ne? Glaube ich. Na gut, jetzt ist doch nicht so viel passiert, ne? Gut, wir schauen mal, wenn wir so umhaben, ob es dann schneller geht. Oder ob das halt normal ist, ne? Damit kenne ich mich auch echt noch nicht aus. So. Wir ja gucken, dass wir die Karte vergrößern. Karte Nummer 24 müsste das sein, ne? Jawohl. So. Gut. Ob das so funktioniert,
Wie ich mir das vorstelle, weiß ich auch noch nicht. Müsste aber eigentlich, ne? Wenn ein Kartenbereich zu Ende ist und man im nächsten ist, dann müsste das ja eigentlich übereinstimmen, dass man dann die Karten einfach zusammenpuzzeln kann zu einer großen. Gut. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend, Leute. Ich glaube, die Folge ist lang genug geworden und ne, ich hoffe, euch hat der Ausflug bis jetzt gefallen, obwohl wir noch nicht viel entdeckt haben, aber wir waren mal ein bisschen flugmäßig unterwegs, ne, auf Reisen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Like und lasst auch gerne Kommis da, ihr wisst das. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues mehr zu verpassen. Und wenn du zusätzlich auf das Glöckchen tippst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier passiert, benachrichtigt. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.